Viele von euch, so wie ich. Das hier ist das neue iPhone 15 Pro und nachdem ich das seit dem Release ausführlich getestet habe, muss ich gestehen, das Teil hier hat mich in einigen Punkten wirklich positiv überrascht, womit ich so gar nicht gerechnet habe und machen mich als iPhone 13 Pro Nutzer doch ein Ticken neidisch. Bevor wir anfangen, würde ich euch wie immer gerne ganz kurz die Cases von Ryan Shield ans Herz legen. Sie bieten euch zusätzlich zu dem Hammerschutz noch diverse Farben und Muster oder auch limitierte Editionen wie dieses mega coole 3D-Case von Naruto. Da diese wortwörtlich fetten Designs aber keinen Platz für MagSafe mehr am Ende haben, greife ich am Ende des Tages eher doch zu dem klassischen Design. Und hier muss ich wieder betonen, ich habe inzwischen so viele Cases ausprobiert, aber kein Case hat so starke MagSafe-Magneten wie die von Ryan Shield. Dieses MagSafe-Wallet hält so bombenfest, dass Freunde dachten, das gehört zum Case dazu. Falls ihr Bock habt, diese Cases einfach mal selber ausprobieren, könnt ihr wie immer natürlich den Code CONTECT15 eingeben. Damit bekommt ihr wie immer 15% Rabatt auf die gesamte Bestellung. Einige von euch haben mich auf Instagram angeschrieben und gefragt, ob ich ebenfalls Überhitzungsprobleme mit dem iPhone 15 Pro hatte. Und hier hatte ich mit Ja geantwortet. Zu Beginn bei der Ersteinrichtung wurde das richtig heiß und ab und zu einfach mal so random, während ich auf YouTube rumgesurft bin. Das Ganze ist inzwischen aber überhaupt nicht mehr der Fall. Apple hat sich auch hierzu geäußert und das Problem über das neueste 17.0.3 Update behoben. Seitdem läuft das iPhone ganz normal warm, wie jedes andere Gerät auch. Meine Vermutung, weshalb das Gerät so unfassbar warm wurde, ist, dass bei der alten Software die Indexierung der Daten im Hintergrund einen Bug hatte, wie so oft beim Mac und der Prozessor dann dauerhaft auf Volllast lief. Da der neue A17 Prozessor so ultra leistungsstark ist und das Teil selber kaum Wärme abtragen kann, da das winzig ist, ist das kein Wunder, dass es so glühend heiß wurde. Ja, wie auch immer, das Problem ist erst behoben und genau das ist der Grund, weshalb ich immer mit meinen Reviews immer ein bisschen warte. Zu Beginn gibt es immer ein paar Probleme, die dann per Software-Update direkt behoben werden. Deswegen erwartet bitte nicht, dass ich zeitnah meine Review zum Pixel 8 Pro raushaue, denn das dauert noch ein bisschen. Aber wie ihr sehen könnt, habe ich mich beim iPhone hier für die weiße Variante entschieden. Jedes Jahr gab es für mich eigentlich immer eine Farbe, die ich beim iPhone immer vor allen anderen Farben bevorzugt habe. Diesmal würde ich aber sagen, ich finde alle Farben okay. Von den ganzen dunklen Farben kann ich euch diesmal nur abraten, denn hier sieht man jeden Kratzer extrem stark, denn das darunter liegende helle Titan blitzt ziemlich doll heraus. Von der reinen Optik würde ich aber sagen, das iPhone 15 Pro sieht nicht mehr so elegant und luxuriös aus wie das alte Modell. Es wirkt nicht mehr wie so ein Schmuckstück, sondern vielmehr wie ein Gerät, was man auch wirklich tagtäglich anfasst und benutzt. Alles wurde hier mattiert wie beim Pixel 8 Pro und das gefällt mir deutlich, deutlich besser als Hochglanz. Das leichtere Gewicht spürt man doch schon mehr, als ich erwartet hatte, aber wenn ich ehrlich bin, am Ende des Tages interessiert mich eh nicht, welche Farbe das Gerät hat oder wie leicht das ist, denn ich hau eh immer ein Case drauf. Und nachdem ich dieses Case draufgeknallt habe, klebe ich noch ganz viel Zubehör dran. Von der Akkulaufzeit des 15 Pro bin ich hier aber leider etwas enttäuscht. Denn im Gegensatz zum Vorgänger hat sich das überhaupt nicht verbessert. Aber nicht, dass ihr mich hier missversteht, die Akkulaufzeit ist der Hammer. Bei meiner Nutzung hätte Akku gut 2 Tage und das ist mehr als genug und weit über den Durchschnitt. Es wäre mir nur deutlich lieber gewesen, hätte sie den neuen Chip dazu genutzt, nicht noch mehr in Leistung und Performance zu pumpen, sondern viel mehr in die Effizienz für die Akkulaufzeit. Ich bin mir zu 100% sicher, dass dies deutlich viel mehr Personen da draußen aufgefallen würden, als die Mehrleistung, die eh keiner nutzt. Da mich das Thema Gaming auf dem Smartphone reichlich wenig interessiert, würde ich euch bei diesem Thema lieber an das neue Felix von Felix verweisen, denn der ist hier ganz genau drauf eingegangen. Was für mich aber viel, 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 viel interessanter ist, das hier. Der Action-Button. Anfangs war ich mir noch unsicher, ob ich das Teil gut finde oder nicht, da ich ein riesen Fan vom Mute-Switch war. Aber seitdem ich das nun ein bisschen länger genutzt habe, muss ich sagen, dieser Action-Button ist so, so viel besser, als ich dachte. Aber nicht wegen dem Knopf an sich, denn das hatte zum Beispiel Samsung ja auch gehabt und das hat ja semi-gut funktioniert, sondern vielmehr wegen der Software. Jeder von euch weiß ja, dass man diesen Button hier beliebig belegen kann und auch mein allererster Gedanke war, diesen Knopf hier als meinen Schlüssel für die Haustür zu nutzen. Und das funktioniert auch hammergut. Das Problem ist, ich verliere am Ende des Tages dem Stummschalter, was nicht so schön ist am Ende des Tages. Was wäre aber, wenn man diesen Knopf hier so belegen kann, dass beides möglich ist? Was ist, wenn ich den Knopf so belegen kann, dass noch viel mehr möglich ist? Das Ganze funktioniert mit der Kurzbefehl-App und einer zusätzlichen App namens
Actions. Ich habe den Action-Button nun so programmiert, dass je nachdem, in welchem Zustand das iPhone sich befindet, verschiedene Dinge ausgeführt werden sollen. Wenn ich das iPhone ganz normal halte, dient diese Taste ganz normal als Stummschalter. Wenn ich aber nun einen Artikel auf Safari oder ein Video auf YouTube anschaue, das Handy dann seitlich auf links halte und drauf drücke, wechselt sich das Bild automatisch in den Landscape-Modus. Drücke ich noch einmal drauf, wechselt er wieder zurück. Wenn ich das iPhone auf der rechten Seite drehe und drauf drücke, öffnet sich die Kamera, da ich beim Fotos machen das Handy ja eh so rumhalte. Wenn das iPhone jedoch nun sich im Lockscreen befindet und mein Gesicht erkannt wurde, öffnet der Action-Button meine Haustür. Das sind 4 Funktionen in einer Taste und das hat sich inzwischen super wunderbar in meinen Alltag integriert. Das Ganze einzurichten ist zwar super leicht, aber wirklich hammernervig. Deswegen habe ich euch unten in der Videobeschreibung meinen Kurzbefehl eingefügt, den ihr einfach runterladen könnt, auf euer iPhone ziehen und beliebig verändern könnt, wie ihr Bock habt. Und eigentlich sollte dieses Video hier auch ein die besten Kurzbefehle für den Action-Button sein, aber keine Ahnung, ob ihr Bock darauf habt. Falls ja, schreibt mir das einfach unten in die Kommentare rein und ich mache das vielleicht im nächsten Video oder übernächsten. Im Lieferumfang bekommt man dieses Jahr wie beim iPad dieses schicke USB-C-Kabel. Und im Internet wurde sich mal wieder das Maul aufgerissen, dass das Kabel von 15 Pro nur ein popliges 2.0-Kabel ist und das doch eine Frechheit sei. Komm schon, Leute. Die Absurdität, dass das Netzteil inzwischen nicht mehr dabei gelegt wird, das kann ich verstehen. Aber ein langsames USB-C-Kabel beizulegen, ist absolut normal und nichts Verwerfliches. Ich schätze, 96,3% von euch da draußen nutzen dieses Kabel eh nur zum Aufladen und hier bin ich heilfroh, dass sie ein geflochtenes Kabel beilegen, was nicht nach einem Jahr wieder komplett auseinanderfällt. Übrigens, das ist nicht das Kabel, was dabei liegt. Ich habe einfach nur irgendeins genommen, um euch ein Kabel in die Kamera zu halten. Dennoch muss ich eines ganz kurz loswerden. Es stört mich immer noch so sehr, dass dieses kein Netz mehr im Lieferumfang sich komplett durchgesetzt hat und inzwischen absolut normal ist. Als meine Mutter mich vor ein paar Monaten angerufen hat, um mich zu fragen, wie sie ihr neues iPhone aufladen soll, da das alte Netzteil einfach nicht passt, hat es bei mir erstmal ein paar Minuten gedauert, bis ich gecheckt habe, ah ja, da liegt ja gar kein Netzteil bei. Da habe ich erst so wirklich realisiert, wow, es ist so, als würdest du dir ein neues Auto kaufen und der Hersteller sagt, hier bitteschön dein neues Auto, wir haben dir einen Gefallen getan und die Reifen ohne Mehrkosten entfernt, um Gewicht zu sparen. Denn hey, du kannst ja die Reifen von einem alten Auto dran machen, sonst würden die ja auch nur rumliegen. Demnach konnte sie das fertig eingerichtete Gerät nicht nutzen, bis ich ihr ein Netzteil über Amazon bestellt habe. Wie auch immer, ich muss das ganz kurz loswerden, weil mich das letztens so aufgeregt hat. Falls ihr euch auch ein Ladegerät kaufen müsst, empfehle ich euch dieses kleine Gerät hier von Anker Nano, aber mit 20 Watt. Ja, aber komm, das iPhone kann auch bis zu 30 Watt aufnehmen. Ja, das ist richtig, aber wie ich in einem älteren Video schon erklärt habe, schadet schnelles Laden auf lange Sicht gesehen den Akku, da es während des Ladevorgangs heißer wird. Und in meinem Test 20 gegen 30 Watt Netzteil war das iPhone 15 Pro mit 30 Watt gerade einmal 8 Minuten schneller von 0 auf 100%. Dafür aber spürbar wärmer. Ich nutze sogar für mein iPad dieses popelige Netzteil hier. Und da ich hier kein extra USB-C zu Lightning-Kabel mehr mitschleppen muss, ist ein ziemlich offensichtlicher Vorteil beim iPhone 15. Die anderen Vorteile muss ich mir aber erstmal bewusst machen. Da der USB-C-Anschluss eines der wenigen Dinge sind, die wirklich neu sind, habe ich natürlich alles Mögliche damit ausprobiert und ausgetestet und gemerkt, ey, der Anschluss kann ja hammer viel. Das Witzige ist, dass jedes Android-Gerät, was ich je besessen habe, ebenfalls diese ganzen Features konnte, aber ich habe es nie realisiert, weil es für mich so selbstverständlich ist, dass da ein USB-C-Anschluss drin steckt. Endlich kann ich ganz normale Powerbanks anschließen, die bereits ein USB-C-Kabel oder Stecker dran haben. Bisher habe ich die nur für mein Pixel benutzt. Anker hat mir vor ein paar Monaten diese beiden USB-C-Powerbanks zugeschickt, bevor Bob feststellt, dass das iPhone 15 USB-C bekommt. Diese Schlaufe ist nämlich auch ein USB-C-Kabel, was ich direkt ins iPhone stecken kann. Bei dem anderen kann ich es einfach wie so ein Dock unten anschließen. Ich kann aber auch über USB-C das Bild an jeden Monitor spiegeln, um zum Beispiel Filme oder Fotos anzuschauen. Wenn ich jetzt aber den krassesten Vorteil von USB-C nutzen möchte, dann hole ich einfach mir diese USB-Docking-Station raus. Die hat so ziemlich alle Anschlüsse, die es gibt, zum Beispiel ein LAN-Kabel oder HDMI. Damit kann ich das Bild auch an jeden Fernseher schicken und mit Fullspeed streamen. Da in dieser Docking-Station auch eine Festplatte drin steckt, kann ich auch direkt drauf zugreifen und als externen Speicher nutzen. Aber nicht nur das, ich predige euch ja schon seit Jahren, wie gut die iPhone-Fotos zwar sind, aber am Ende des Tages kommt es darauf an, welchen Look ihr bevorzugt. Bei Videos hingegen ist das iPhone nicht nur am besten geeignet, sondern Lichtjahre allen anderen Smartphones voraus. Nun haben sie aber noch einen draufgelegt, denn man kann hier drauf im Log-Profil die Videos mit 60 Bildern pro Sekunde in ProRes
aufnehmen. Für alle, die nicht ganz verstehen, was das genau bedeutet, für gewöhnlich nimmt man Videos in REC 709 auf. Hier sieht alles genauso aus, wie ihr es gewohnt seid. Das Ding ist, der Sensor könnte rein theoretisch noch mehr Bildinformationen aufnehmen. Mit diesen ganzen Infos sieht das Bild aber dann so aus, nämlich super flach, keine Sättigung und keine Kontraste. Der riesige Vorteil ist, ihr könnt das Bild am Ende so bearbeiten, wie es euch am liebsten ist. Das Ergebnis sieht am Ende dann meist viel natürlicher aus, hat einen höheren Dynamikumfang und ihr bekommt dadurch einen gewissen Kinolook. Auch dieses Video hier wurde komplett in Log-Profil aufgenommen und für gewöhnlich braucht man dafür so eine Kamera, aber inzwischen geht es auch hiermit. Und wer das Ganze so richtig professionell nutzen möchte, kann die Videos auch direkt auf eine externe SSD aufnehmen. Dafür habe ich mir dieses U-Adapter geholt, an dem ich die Festplatte einfach hinten dranhängen kann, ohne dass da irgendein lächerlich nerviges Kabel runterhängt. Das ist so ein Feature, was diese 5000 Euro Kamera nicht kann, was ich mir aber wirklich, wirklich wünschen würde. Als Fazit kann ich am Ende nur sagen, ich bin echt überrascht, wie viel Spaß ich mit diesem iPhone am Ende des Tages hatte. Würde ich es euch demnach zu einem Kauf raten? Das habe ich bereits in diesem Video beantwortet und ja, ich weiß, das Video ist ein bisschen älter als dieses Video hier, aber meine Meinung hat sich nach diesem Test nicht verändert. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, best of love and peace.